Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial von mir mit einem kleinen Ausblick zu Minecraft 1.5. Wir spielen jetzt im neuesten Snapshot. Der ist heute rausgekommen. Heute ist der 17. Januar 2013. Ihr seht's, 13 Woche 03a, Version A. Und die probieren wir gleich mal aus. Ihr seht's, hier hat sich ein bisschen was verändert. Button Texture Packs ist nicht mehr da. Der ist jetzt hier in Options drin. Da kann man nun mitten im Spiel die Texture Packs ändern. Was eigentlich so ganz cool ist. Und machen wir so die Sound ein bisschen runter. Genau. Und ich bin jetzt gerade so dabei, etwas zu testen. Und ja, ich sitze ja schon seit Ewigkeiten. Ja, mittlerweile buggt der gerade hier, weil ich reloaded habe. Mittlerweile sitze ich gerade an einer Art Timer oder so, seit Wochen irgendwie versuche ich einen ordentlichen Timer hinzubekommen, den man auch so selber einstellen kann, wo man meinetwegen sagt, ja hier so nach weiß nicht, nach wie viel Ticks oder so, oder nach einer bestimmten Zeit möchte ich nun, dass etwas passiert, dass sozusagen der Timer läuft, und wenn der Timer dann die bestimmte Zeit erreicht hat, meinetwegen 10 Sekunden oder so, dann sendet er ein Signal aus, es passiert ein Ereignis und sozusagen eine Folge daraus. Und irgendwie habe ich es nie hinbekommen, Timer zu machen, aber ich habe mich gerade mal so an die neuesten Sachen vom Snapshot dran gesetzt. Und zwar gibt es da jetzt eigentlich ein ganz cooles Objekt, und zwar ein Minecart in einem Hopper. Ganz einfach zu craften, Minecart, und dann oben drüber so ein Hopper, den kennt ihr ja bestimmt schon. Und außerdem gibt es noch diesen Dropper, im Prinzip genau das gleiche wie ein Dispenser, nur er schießt nicht die Pfeile raus oder Potions und sowas, sondern tut sie auch richtig rausdroppen. Also das ist keine meinetwegen Genickschussanlage oder so, sondern einfach nur ein Dropper, wie der Name ja schon sagt. Und im Moment arbeite ich gerade so daran mit den Hoppern und ja diesen, ich habe die einfach mal hier dran geklatscht, Dispenser steht sogar, ne, Dropper, ich dachte schon, Und ja, mit diesem versuche ich gerade irgendwie einen Timer zu machen, den man dann auch selbst setzen kann. Und die Idee eigentlich ist jetzt dahinter, ich habe jetzt hier eine Wand oder so, dann habe ich so eine Tabelle, meinetwegen ein Stack dauert eine halbe Minute, zwei Stacks 1,5 Minuten, also ich weiß nicht, ob das nur, wie nur die Zeiten sind ungefähr, das muss ich noch alles hier berechnen, aber so soll das dann ungefähr sein. Und im Hintergrund läuft dann dieser Minecart. Dieses Minecart, das Card und das Card, der Card, sag ich mal so, ist egal. Läuft ein Minecart im Hintergrund, und diese Minecart mit Hopper, Minecart with Hopper, die Hopper Minecarts sind eigentlich ganz cool, weil man kann, ich setz mal hier einen, ganz simpel Items hier rein droppen lassen. Die nehmen sogar Items auf, wenn man die jetzt hier hinwirft. Seht's, die nehmen sie auf, also man könnte quasi, um sicherzustellen, dass man die Tracks ordentlich fahren kann und keine Items einen behindern, so ein Hopper-Minecart vor sich herfahren lassen, und er nimmt dann alle Items auf, die er dann erwischt. Also er muss dann auch mal fahren. Genau, dann nimmt er die dann auf. Seht, die sind aufgenommen worden. Und ja, und diese Eigenschaft wollte ich nutzen. Gerade noch schnell probiert, ob man auf diesen Hoppern auch Minecart setzen kann. Ist auch möglich. Somit steht unserem, sagen wir mal, konfigurierbaren Timer nichts mehr im Wege. Ich setze mich mal hier dran, werde vielleicht ein paar Schritte irgendwie auf dem Video festhalten oder im Video festhalten, und dann mache ich mich mal hier ans Werk. Ja, so, ein kleiner Teilerfolg. Und zwar ist es ja so, oder besser gesagt, ich habe ja vor, diesen Timer konfigurierbar zu machen, mit Hilfe von Items, und im Prinzip sollte es so aufgebaut sein, dass ich hier meinetwegen eine Kiste habe. Die kann ich jetzt nicht aufmachen. Hier mit den neuen Quarzblöcken. Die kennt ihr bestimmt schon aus dem letzten Snapshot. Jedenfalls soll ich eine Kiste füllen können. Und hinter der Kiste oder unter der Kiste ist ein Hopper, welcher sozusagen die Items zu einem weiteren Hopper und dann zum dritten Hopper überträgt. Und hier sammeln sich die Items. Und sobald hier Items reinkommen, muss ein Hopper-Minecart, welches hier oben bereit steht, sozusagen aktiviert werden, fährt hier runter, sozusagen setzt sich hier hin. Natürlich, wenn hier ein Item drin ist, dann ist diese Strecke aus, dann geht nämlich die Torch aus, weil nämlich hier Energie rauskommt, ist ja logisch, und das brauche ich schon gar nicht mehr.
Und jedenfalls habe ich da jetzt gerade so ein bisschen logisch dran gesessen. Eigentlich eine einfache logische Schaltung. Ich weiß nicht, ob es noch kompakter geht oder nicht, aber wir können es ja mal testen. Und zwar hau ich mal. Lass mal den mal. Ach, den können wir ja so fallen lassen. Hau ich mal hier in diese Kiste ein Stack Leimwohl rein. Das wird jetzt hier reingehen. Das wird ein Monostable Circuit. Der Hopper-Minecart bleibt hier stehen, nimmt die ganzen Items auf. Und im Endeffekt wäre das ja schon fast der Timer, wenn ich mir das so anschaue. Das dauert ja auch schon eine Weile. Das ist ja eine bestimmte Zeitspanne, die das dann nimmt. So, der füllt jetzt auf. Und sobald er nämlich leer ist, geht diese Boosterstrecke los. Und das hier hinten resettet sich wieder. Das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Bin ich wirklich froh darüber. So, eine weitere Stufe ist vollbracht. Im Prinzip, man haut weiterhin sein Stack hier rein. So, mein Kopf kommt nach unten gefahren, füllt sich. Mit der Wolle jetzt beispielsweise. Und wenn der Minecart voll ist, besser gesagt dieser Hopper leer, dann aktiviert sich dieser Track hier. Minecart fährt hier lang, stößt gegen diese Wand und fährt hier in diese Hopperbahn, diese Vierer Hopperbahn. Und ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn der reinfährt. Genau, hier, genau. So, das ist die heikle Anfangsphase. Solange die Hopper irgendwas noch sozusagen umtransportieren, jetzt ist ja so, der Hopper-Minecart lässt seine Items los, tut sie in diese Hopper füllen, besser gesagt, die Hopper saugen diese auf und tun die dann hier in die Kiste rein. So. Und jedes Mal, wenn ein Hopper ein Item bekommt, wie hier drüben, sendet er Energie hinaus, sozusagen ist er energiereich, energetisch höher als leer, sag ich mal so. Und ein Redstone, das sozusagen aktiviert diesen Piston, Sticky Piston, und schließt sozusagen den Track, sodass das Minecart jetzt immer hin und her fahren kann. Gut, jetzt war ja nichts drin in dem Hopper Minecart. Aber so ist dann garantiert, dass der Hopper Minecart erst rausgeht aus diesem System, aus diesem Zählsystem, Countersystem, wenn er alle ist, wenn er leer ist, wenn nichts mehr von den Hoppern aufgenommen wird. Und ich habe jetzt hier vier Comparators dran gehauen, weil es eben viel, viel sicherer ist, jetzt vier Comparators zu nutzen, um halt zu checken, ob nun was drin ist, weil die Zeiten sind so kurz, da ist es wirklich dann enorm, sozusagen ist es jetzt besser, wenn ich jetzt hier die Reihe habe, weil erst hier gefüllt, aktiviert, dann da aktiviert, dann da aktiviert, dann da aktiviert. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis so ein Item sozusagen weg wieder aus dem Hopper geht. Aber die Zeiten sind wirklich sehr kurz, somit garantiere ich absolute Sicherheit. Wie gesagt, die Anfangsphase ist noch ein bisschen schwer. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was dran tunen. Und wir machen uns an die nächste Stufe ran. Nun denn, dann testen wir mal das Teil. Es sieht wirklich hässlich aus, aber gut, man könnte es doch wesentlich kompakter machen, denke ich mal. Aber es ist zumindest für mich ein Timing-System. Ich bin endlich mal froh, dass ich ein ordentliches Timing-System gemacht habe. Mit Hilfe von Items natürlich. Es müsste eigentlich relativ stabil sein, da diese Hopper gleich viel Items aufnehmen in der gleichen Zeit und gleich viel abgeben. Und das wächst natürlich mit den Hopper-Anzahlen, deswegen mache ich hier natürlich nur 4. Dann können wir das mal testen, wie lange das dauert. Und das wird ein bisschen schwer, wann der Timer losgeht. Dann könnte man eigentlich hier dann auch eine Torch machen, dass man so sagt, ja, Timer geht los. Oder Timer ist an, zählt. Und dann, wenn er aus ist, dann zählt er nicht. Dann kann man meinetwegen irgendwie, weiß nicht, man könnte ja vielleicht was zählen, wie viele Durchgänge er braucht oder so. Sowas in der Art könnte man da machen. Aber an sich, für mich ist es ein Timer. Eine hilfreiche Sache wäre es vielleicht noch, dass man Minecart selbst losfahren lässt, dass man den Timer sofort startet. Und ja, bevor ich hier weiter rumrede, machen wir einfach mal einen Test. Ich haue 2 Stacks Leimwohl rein. Nein, 3 Stacks, 4 Stacks. Und zwar ist es bestimmt das Maximum. Mal schauen. Genau, leider gibt es da ein Maximum an Stacks. Ich glaube 5 Stacks genau kann man Maximum nehmen. Aber ja,
Das soll uns jetzt nicht stören. Ja, mein Set-Timer, Timesetter nenne ich ihn mal. So, er füllt sich jetzt, dauert natürlich ein bisschen. Das ist der einzige Nachteil an dem System hier. Es dauert ein bisschen, aber wenn man das einmal hat so und man braucht unbedingt einen Timer, dann wäre es nicht mal so schlecht. Und es gibt ja noch die Möglichkeit, dass man es eventuell zu einer Clock machen kann, zu einem Loop, dass da immer diese Items, die hier wieder reinfließen, aus dieser Kiste wieder in diesen Hopper hineintransportiert werden. Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, das könnte man mal probieren. Ja, das wäre mal eine Sache. Also da hätte man einen unendlichen Loop, eine Schleife, eine Endlosschleife. Das wäre ganz cool. So, der vierte Stack ist gleich drin. So, er fährt. So, die kritische Phase ist überwunden. Jetzt gehen die ganzen Leim-Wuhl-Blöcke hier rein. Natürlich geht das viermal schneller als das Füllen. Das fällt mir gerade so auf. Es sind ja vier Hopper. Aber es funktioniert zumindest. Die Sache ist, mir fällt gerade auf, ich könnte es noch viel einfacher machen. Ich brauche noch nicht mal diese Apparatur hier, sondern. Ah ja, da mache ich mich gleich mal ran. An sich müsste es funktionieren. Ich schau mal nach. Er ist leer, genau. Also jetzt fährt er. Und ist wieder bereit. So, jetzt kann ich den nochmal wieder füllen. Hauen wir jetzt einfach mal. Ups. Ah. Nehmen wir einfach mal einen Stack lieber rein. Das Gute ist, es ist wirklich itemunabhängig. Man kann alles Mögliche reinhauen. Irgendeinen Crap, irgendeine Erde, irgendeine Wolle. Alles, was man nicht braucht. Ich glaube sogar, man kann vieles vermischt reinhauen. Ist eigentlich wurscht. Kritische Phase. Ah gut, hat es wieder geschafft. Die kritische Phase ist für mich irgendwie immer so eine. Ich verstehe das nicht. Naja. So, fertig. Läuft. Und ist wieder einsatzbereit. Und ja, ich probiere mich nochmal an der anderen Sache, die vielleicht einfacher ist. Ja nun, also ich habe das jetzt mal probiert. Das funktioniert. Also rein logisch gesehen müsste es gehen. Aber von der Geschwindigkeit her ist es ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen tricky, also ich habe das jetzt einfach mal hier abzweigen lassen und nur einen Hopper hier hingesetzt. Dieser Hopper-Minecart kommt hier angefahren, klatscht gegen dieses Hindernis, fliegt hier drauf auf diesen, ja, auf das Powered Rail hier. Normalerweise müsste der ja eigentlich relativ schnell hier was in diesen Hopper füllen. Leider tut er dies nicht, das ist ein Problem. Würde er das tun, sofort tun, dann würde sich hier diese Power Track sofort deaktivieren, weil dieser Comparator wird aktiv, aktiviert diese oder deaktiviert diese Torch und somit ist hier keine Energie mehr drauf. Somit wäre es rein logisch so nutzbar, aber es funktioniert leider nicht so. Also, ich habe schon einiges probiert, aber. Ah, es ging irgendwie nicht. Also ich habe jetzt hier versucht, ein bisschen langsamer zu machen. Vielleicht, wir können es mal probieren, wenn er noch langsamer ist. Da, vielleicht bringt das irgendwas. Damit einfach mal runterkommt. Ich habe da schon ein bisschen was drin. Ne, funktioniert nicht. Geht leider nicht. Da muss ich wieder diesen alten Track nehmen. Wenn ihr irgendwie noch eine Idee gefunden habt, wie das geht, dann könnt ihr es ja gerne hier mit reinbauen. Das wäre aber ein Timer, der genauso schnell ist wie das Einladen. Eventuell, ja, nee, das wäre auch nicht gut. Nee, das würde nichts bringen. Ich könnte dieses Einladen nicht jetzt verteilen auf mehrere Hopper. Das würde nicht gehen. Genau, und so kann ich mir jetzt auch langsam diese heikle Phase erklären, weil die ersten beiden Hopper werden, glaube ich, mal gar nicht genutzt oder gar nicht erstmal gefüllt, sondern erst nur mit der Zeit. Seht irgendwie ist der ständig. Ja, es wechselt immer so. Die Bienen sind aktiver als dieser, klar. So, jetzt kommt er wieder hochgefahren. Und steht wieder da. Ja, nun, also ich habe mal so ein bisschen. Es soll ja eigentlich ein Timer sein. Habe ich mal so die Zeiten berechnet. Und kam eigentlich zu. Na gut,
ich will nicht sagen unbefriedigenden Ergebnissen, aber es sind nicht die allergenauesten. Also man kann es nicht mit einem Echtzeitbetriebssystem oder Echtzeitmaschine bezeichnen. Denn ich habe das mal so probiert, das sind zwar jetzt nur 5 Durchläufe, mit einem Stack, da kam ich auf eine Zeit zwischen 44,6 und 44,8 Sekunden. Also so in der Dreh rum, also ihr könnt schon damit rechnen, dass es Maximum 45 Sekunden, also eine Drittelminute, das wäre eigentlich ein ganz gutes Maß für einen Stack. Und bei einem, da bin ich auf ein Ergebnis gekommen von oder zwischen 9,2 Sekunden und 10,5 Sekunden. Also diese eine Sekunde, das ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen grenzwertig eigentlich. Jedoch habe ich es so gemacht, dass ich hier diesen das Item reingetan habe. Das muss ich schnell ändern. Ich habe hier beispielsweise jetzt einen Stack hier reingetan und dann habe ich es sozusagen hier durchlaufen lassen. Ups. Da habe ich sozusagen den Lever deaktiviert, sozusagen, dass die Items erstmal hier durch die Kiste durch sind und so weiter. Natürlich müsst ihr, wenn ihr das Ding baut, müsst ihr diese Zeit nochmals genau berechnen. Also wenn ihr irgendwas oder wenn ihr diesen Timer für irgendwelche Sachen braucht und genau diese Anze ja, diese Zeit benötigt, meinetwegen eine Minute, dann müsst ihr das genau sozusagen abschätzen selber, weil das, was ich jetzt hier gebaut habe, das müsstet ihr jetzt haargenau auf den Block genau, am besten noch die gleiche Richtung und genau viele Blöcke, genau viele Powered Rails und mit der gleichen Apparatur hier bauen, sonst wäre nämlich diese Zeit nicht mehr gültig. Also, es liegt an euch, wie ihr es oder wie ihr das baut und je nachdem, wie ihr es baut, umso geringer oder größer ist die Zeit im Verhältnis zum Stack. Was man hier noch sieht, ist, dass diese Zeit nicht zusammenhängt mit der Anzahl der Items. Also so ein Block braucht im Prinzip sozusagen, ich weiß nicht, ob das nur ein 64stel der Zeit braucht, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, aber auch schon diese Sache, dass das Card eigentlich fliegt er hier rein, es wird sofort aufgesogen. Und ich glaube, beim ersten Mal sogar stößt es schon gegen diesen Block. Dann fährt es nochmal zurück und fährt sozusagen wieder hier lang. Natürlich durch und nach oben. So geht natürlich die Zeit in die Höhe. Und deswegen ist es eigentlich nur ratsam, dieses System für einen Loop zu nutzen, würde ich mal sagen. Also man hat eine bestimmte Menge an Items. Meinetwegen hier 5 Stacks Maximum oder so. Es geht ja jetzt nicht mehr. 5 Stacks. Und diese 5 Stacks möchte ich nun, oder alle 5 Stacks, sagen wir mal so, rechnen wir mal in Stacks als Zeitmaß, als Zeiteinheit, aller 5 Stacks möchte ich ein Output gesendet haben, meinetwegen hier dieses Teil, das ist jetzt hier ganz simpel mit einem, mit Tripwire gemacht, sozusagen wenn der Minecart dann hier runterfährt, dann sozusagen sendet es ein Signal aus, so könntet ihr das zum Beispiel machen. Oder ihr sendet ein Signal aus, wenn der jetzt hier runterfällt. Ja, doch, müsste eigentlich auch gehen. Also euch ist da vieles selbst überlassen. Ich habe euch nur so ein bisschen die Idee gezeigt. Und ja, kleiner Hinweis, ich konnte jetzt die letzten Tage nichts mehr hochladen. Ich habe auch andere Dinge gespielt. Schon aus dem Grund, weil ich eben kein Internet habe. Das ist das Problem. Besser gesagt, ich habe kein DSL. Irgendwas ist da falsch gelaufen mit unserem Internettarif oder was wir da haben. Da haben die uns irgendwas abgeknipst, irgendwie uns abgeschalten. Ich weiß auch nicht. Das muss jetzt geregelt werden, dauert ein bisschen. Und da arbeite ich jetzt nur noch mit so einem UMTS-Stick, welcher extrem lahm ist. Macht mir auch keinen Spaß damit. Ich habe früher damit gearbeitet oder das Ding genutzt und es war wirklich richtig. Es war eine Pein, es war scheiße. Einfach nur wirklich scheiße. Aber es ist halt, kann man überall dran stecken und ganz, ganz, wie soll man sagen, praktisch sowas zu haben, aber für mich ist es nichts. Aber ich hoffe, ich kann dieses Video, was ich heute gedreht habe, morgen den 18. hochladen. Ich werde es in meiner, ja, wie soll man sagen, Lehrstube, das klingt schon wieder so ein bisschen, na, egal. In meiner Lehranstalt habe ich die Möglichkeit in der Pause an den Rechner. Gut, ich bin die ganze Zeit am Rechner, aber in Pausen könnte ich dann Videos hochladen. Und dieses Video werde ich hochladen. Es wird hoffentlich nicht zu groß.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich hoffe, ich habe dann auch wieder Internet und kann es wieder von daheim hochladen. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Hani. Tschüssi.